Die Forderung nach seiner Einhaltung scheint sehr wenig in Anbetracht der hehren Postulate zur Corporate Social Responsibility und der Diskussionen über Unternehmensethik und Verantwortung im Management. Aber als Ausgangspunkt benötigt man etwas ganz Einfaches, aber ganz Grundlegendes: eine persönliche Entscheidung. Es ist die persönliche Entscheidung, seinen Beruf verantwortungsvoll wahrzunehmen. Um diese mit dem Beruf verbundene Verantwortung einzulösen, bedarf es vor allem für das, was man tut und gelegentlich auch für das, was man zu tun versäumt hat, einzustehen. Wie es Friedmund Malik betont: Peter F. Drucker sah in vielen Diskussionen zur Unternehmensethik nichts, was mit Unternehmen und wenig, was mit Ethik zu tun hatte. Es ging schlicht um alltägliche Ehrlichkeit, wie er fand. Die feierlichen Erklärungen, dass Manager nicht stehlen, lügen, betrügen, bestechen oder bestechlich sein sollten, kommentierte Drucker damit, dass dies keine spezielle Unternehmensethik sei und dass man hierfür auch keine brauche, denn es handle sich dabei um moralische Werte, um die grundlegende Ehrlichkeit, die selbstverständlich für jeden gelte, nicht nur für Manager. Insbesondere höhere Führungskräfte kommt diesbezüglich dennoch eine besondere Verantwortung zu. Als einzelne Person ist der Manager einerseits Angestellter eines Unternehmens mit Vorbildfunktion innerhalb der eigenen Organisation, andererseits repräsentieren gerade höhere Führungskräfte in der Öffentlichkeit aber auch einen Berufsstand, den des Managers.